Freunde der Sonne, wir werden jetzt auf entspannt, ich hab's euch versprochen, wir werden jetzt endlich nach, ich glaube, 2 Monaten das Fußball-Q&A zurückholen. Mit dabei ein schönes Teechen, weil meine Stimme kaputt ist. Ihr könnt mir jetzt Fragen zum Fußball, internationaler, nationaler Fußball. Ihr könnt mir alle Fragen stellen, worauf ihr Bock habt. Ich werde versuchen, so viele wie es geht zu beantworten. Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Ist ziemlich gut angekommen, habt ihr gefeiert. Viele von euch interessiert ja immer so meine Meinung zu gewissen Fußballthemen. Und ich feiere das persönlich auch immer im Chat darüber zu quatschen. Deshalb, let's go. Alles, was ihr fußballmäßig wissen wollt, Meinungen, Rankings, könnt ihr alles sehr gerne raushauen. Wie auch letztes Mal schon gesagt, das Ganze ist natürlich inspiriert von den One Football Jungs, die da auch ein geiles Q&A-Format machen. Also da gehen auf jeden Fall die Shoutouts raus. Und ja, würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall mal rein. Der Lowens fragt, Meinung zu Bellingham versus Musiala. Da hatten wir auch heute schon im Stream ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde, dass beide auf jeden Fall kranke Talente sind. Also ich würde beide, glaube ich, aktuell zumindest mal in meine Top 5 der größten Upcoming Talents im Weltfußball setzen. Also ich finde Bellingham auch wirklich geisteskrank. Musiala brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Bin aber ganz ehrlich, ich finde den Vergleich zwischen den beiden halt ein bisschen sinnlos, weil die Position halt eine unterschiedliche ist. Bellingham ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der jetzt die Saison nochmal einen Ticken offensiver spielt. Musiala kommt über die 10 oder über die Flügel. Deshalb finde ich das schwer zu vergleichen. Tobias fragt, schwinden Messis Chancen auf den Ballon d'Or durch den bisherigen Saisonverlauf? Ja, tatsächlich, würde ich sagen. Klar sind es jetzt bei PSG nur so, ich glaube, 3 Spiele gewesen, die er jetzt gemacht hat. Aber wenn das so weitergeht und Messi halt einfach bei PSG nicht in Tritt kommt, dann glaube ich schon, dass das einen Einfluss darauf haben wird, auf die Ballon d'Or-Wahl. Weil wir kennen es alle, auch beim Ballon d'Or oder generell, wenn es darum geht, sich um irgendwas zu entscheiden. Man hat natürlich, logischerweise, es liegt ja in der Natur der Sache, immer am ehesten das, was kurze Zeit her ist, im Kopf. Du wirst dich, wenn du im Dezember oder Januar die Ballon d'Or oder auch die Team of the Year-Auswahl wählen kannst oder wählen musst, dich eher an die Spiele aus dem November, Oktober, Dezember erinnern, als an die Spiele aus dem Januar, Februar, März. Ich glaube immer noch, dass Messi zusammen mit Lewandowski die größten Chancen hat, aber natürlich spielt ihm das aktuell nicht in die Karten, dass der erste Eindruck jetzt zumindest ist, dass er bei PSG halt nicht auf Knopfdruck funktioniert. Ich glaube aber schon, dass es da noch in der nächsten Zeit Klick machen wird und ich glaube, man unterschätzt auch so ein bisschen den Druck, den ein Messi hat, der halt nun mal jetzt zum ersten Mal bei einem anderen Verein spielt, ne? Messi wird ja sowieso immer mit Ronaldo verglichen. So, Ronaldo hat schon in England vorher gespielt, hat in Spanien gespielt, hat in Italien gespielt, ist jetzt zurück in England. So, der kennt einfach die Situation eines Vereinswechsels, glaube ich, nochmal anders als ein Messi. Deshalb, mal schauen. Deine aktuell Top 3 Spieler? Oh, schwer. Von der individuellen Klasse würde ich sagen, Messi, Lewandowski und dann entweder Ronaldo oder Mbappé. Und Haaland würde ich auch noch mit in die Verlosung werfen. Also Messi, Lewandowski sind für mich unumstritten. Ich glaube, ich gehe tatsächlich noch, es hört sich blöd an, aber noch, weil er halt auch nicht jünger wird, mit Cristiano. Welchen Verein würdest du gerne zurück an der Weltspitze wie früher sehen, welche es nicht mehr sind? Ich habe einen krassen Faible für AC Mailand. Ich würde mich für AC Mailand, also die sind mir jetzt als erstes durch den Kopf geschossen. Also ich bin mit AC Mailand halt groß geworden, wo halt gefühlt, also du kannst ja auch in FIFA alleine einen kompletten Icon-Squad nur aus AC Mailand-Legenden bauen. Da haben halt einfach früher saugeile Spieler gezockt. Ich würde mit dem AC Mailand gehen, keine Ahnung. Ich finde diese rot-schwarzen Trikots von denen absolut sexy, keine Ahnung. AC Mailand hat es mir richtig angetan. Und ja, safe. AC Mailand würde ich sagen. Unter welchem Trainer hättest du gerne mal trainiert? Boah, auch eine gute Frage. Also Guardiola würde mich einfach interessieren, weil ich bin absoluter Holzfuß. Ich habe Technik 0 zum Quadrat. Und mich würde einfach interessieren, was mir ein Guardiola dann trotz allem beibringen könnte, obwohl ich so untalentiert bin. Aber ich sag dir ehrlich, da ich eben so untalentiert bin, ich glaube für so einen Jürgen Klopp hätte ich mich auf dem Platz komplett zerrissen. Ich glaube für den hätte ich nicht 5-mal pro Spiel gegrätscht, sondern 20-mal pro Spiel und wäre 3 Kilometer mehr gelaufen, als ich eigentlich könnte. Ich glaube, ich würde Klopp und Guardiola sagen.
Wo siehst du Schalke 04 in 2 bis 3 Jahren? Boah, es ist so schwer, weil gefühlt alles von dieser Saison abhängt. Ich sage, Schalke spielt in 2 bis 3 Jahren wieder in der Bundesliga. Ich bin mir nicht sicher, ob die das dieses Jahr schon packen mit dem Aufstieg. Aber ich glaube, in 2 bis 3 Jahren kann ich mir vorstellen, wenn Ruven Schröder in Ruhe arbeiten kann, und ich halte Ruven Schröder bis jetzt für einen sehr, sehr ordentlichen Manager, der ordentliche Leute eingekauft hat, würde ich sagen, spielt Schalke in 2 bis 3 Jahren wieder in der Bundesliga. Aber nicht mehr. Also, die spielen in der Bundesliga und das war's. Die werden um den Abstieg kämpfen, vielleicht einen unteren Mittelfeldplatz, aber nicht mehr. Was ist deine Meinung zur kommenden Champions League Reform? Ich finde die absolut scheiße. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das Argument ist ja dahinter, dass angeblich niemand die Champions League Gruppenphase schaut und die Gruppenphase langweilig ist. Fühle ich absolut gar nicht. Ich finde die Champions League Gruppenphase ist eine der coolsten Sachen, die es überhaupt gibt. Also ich gucke immer Champions League, auch in der Gruppenphase, weil einfach die Konferenz in der Champions League fühle ich einfach komplett. Und I don't know, ich finde es halt, das Geile ist doch an der Champions League, dass es solche Überraschungsteams wie zum Beispiel vor 2 Jahren oder wann das war, so Überraschungsteams wie Ajax vor 1,5 Jahren, Atalanta gibt, die dann halt sich irgendwie dann doch noch durch die Gruppenphase durchmogeln. So Atalanta ist ja, als die weitergekommen sind, gefühlt schon 5-mal vorher rausgeflogen. Ich glaube, die hatten nach 3 Spielen so 1 Punkt. Ja, keine Ahnung. Also halte ich nichts von. Aus der Champions League so ein Ligasystem zu machen, finde ich absolut wack. Wer ist dein Champions League-Favorit? Ich sage, dieses Jahr wird es entweder der FC Bayern, Manchester City oder der FC Chelsea. Jetzt habe ich 4 gezeigt. Und Man United nehme ich auch noch mit rein. Die 4. United, Chelsea, City oder Bayern. PSG sehe ich nicht als Titelfavorit. Wer war deiner Meinung nach rein vom Talent und von den Anlagen her das größte Talent der Knappenschmiede? Obwohl Özil zeitweise der beste Zehner der Welt war, denke ich, es wäre doch mehr drin gewesen. Es ist halt schwer, weil du halt so viele verschiedene Positionen vergleichen musst. Also rein vom spielerischen Talent würde ich tatsächlich Özil noch einen Tacken vor Draxler sehen, weil er halt eben zeitweise, muss man ganz ehrlicherweise sagen, der beste Zehner der Welt war. Özil zu seiner Real Madrid-Zeit und auch zu seinen ersten Arsenal-Jahren ist einfach gestört gewesen. Aber auch wenn es sinnlos ist und wir völlig unterschiedliche Positionen vergleichen, mit Manuel Neuer kommt für mich aus der Knappenschmiede der für mich persönlich beste Torwart aller Zeiten. Und dementsprechend dann auch, glaube ich, das größte Talent. Ich würde sagen, Manuel Neuer. Denkst du, es wird in naher Zukunft wieder Spieler geben, die nur bzw. sehr lange für einen Verein spielen? Beispiel Totti, Xavi, Buffon in der Vergangenheit. Wenn ja, wen? Glaube ich schon. Ich glaube, das wird es immer geben. Also klar, der Fußball entwickelt sich halt dahin, dass es immer mehr um Geld geht. Und dass Vereine sich Spieler snacken, die eigentlich als Spieler gelten, die niemals wechseln wollen. Wie zum Beispiel jetzt Messi. Aber wenn wir jetzt von der Bundesliga reden, sehe ich, dass zum Beispiel ein Kimmich, glaube ich, Kimmich kann ich mir gut vorstellen, der lebenslang bei Bayern bleibt. Bei Barcelona habe ich so ein Gefühl mit Pedri und Ansu Fati, kann ich mir auch gut vorstellen. Nur mal so jetzt als Call. Also das wird es auch meiner Meinung nach noch in der Zukunft geben. Rashford kann ich mir auch vorstellen, ja. Top 3 Mittelfeldspieler. Für mich relativ schnell erzählt, Kimmich, Kanté, Kevin De Bruyne. Kimmich, Kanté und KDB. Glaubst du, dass Ablösesummen wieder normal werden? Geht seit Jahren in die falsche Richtung? Boah, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, Corona hat so ein bisschen das Ganze ausgebremst, was so die Summen angeht. Aber wenn du dir halt anguckst, dass jetzt zum Beispiel in dem Sommer schon wieder für Spieler teilweise 100 Millionen hingelegt werden und es einfach Vereine gibt auf der Welt, vor allem die englischen und vor allem auch PSG, für die halt Geld einfach keine Rolle spielt, weil da solche dicken Investoren oder Einzelpersonen hinter sitzen. Es wird halt einfach darauf hinauslaufen, zumindest in den nächsten Jahren, wenn ein Top-Verein einen Spieler haben will, dann legen die da so viel Geld hin, wie es halt eben sein muss. Ne? Deshalb, ich glaube nicht. Bestes Beispiel Jack Grealish jetzt im Sommer. Ne? Ich will dem gar keine Qualitäten absprechen, aber dass bei Grealish eine 3-stellige Millionensumme zusammenkommt, ist schon interessant. Deiner Meinung nach die am meisten underrateden Spieler? Zum Beispiel Di Maria. Okay, wir können Positionen machen. Underratete Spieler nach Position. Underratete Spieler nach Position. Boah, schwer. Torwart müsste ich ja dann anfangen. Ein underrateder Torwart gehe ich mit Keylor Navas. Ich finde, der Typ
hat so eine falsche Wahrnehmung teilweise im Fußball. Auch alleine, dass sich jetzt Leute wundern, dass der halt anstelle von Donnarumma spielt. So, Bruder, der Typ hat mit Real Madrid 500 Mal die Champions League gewonnen, ist bei PSG seit Jahren stabil unterwegs. Glaubt ihr, Navas macht, wenn dann Donnarumma kommt? Hier ist mein Stammplatz, Nimi. Also Tor würde ich sagen, Keylor Navas. Verteidigung. Ich sag David Alaba. Er würde mir jetzt spontan einfallen. Weil David Alaba hat mit den Bayern zweimal alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. War jahrelang einer der besten Linksverteidiger der Welt. Ist jetzt seit 2-3 Jahren einer der besten Innenverteidiger der Welt. Und gefühlt außerhalb von Deutschland hat jetzt bis zu dem Real Madrid-Wechsel nie einer über David Alaba gesprochen. Ich würde David Alaba nehmen. Weil der Typ halt einfach seit 10 Jahren einfach auf so einem hohen Niveau spielt. Ich würde Alaba nehmen. Weil ich glaube, dass der in Deutschland hat einen guten Stand, weil man den da einfach durch die Bundesliga kennt. Aber ich glaube, international ist David Alaba krass underrated. Mittelfeld. Sergio Busquets. Ganz klar Sergio Busquets. Es ist der absolute Wahnsinn, wie viele Vollidioten es auf dieser Welt gibt, die Sergio Busquets anhand seiner FIFA-Karte beurteilen und sagen, dass der Typ nichts kann. Ganz klar Sergio Busquets. Hundertprozentig. Sergio Busquets und Thomas Müller nehme ich auch noch mit rein. Ich glaube, Müller muss ich euch nicht erklären. Aber Busquets und Müller. Offensive, Benzema, safe. Di Maria, safe. Underrateder Stürmer. Ich würde tatsächlich mit Edin Dzeko gehen. Ich gehe mit Edin Dzeko. Der Typ spielt auch seit 15 Jahren auf Top-Niveau. Hat gefühlt in jeder Liga, die es auf dieser Welt gibt, performt und gezeigt, was er kann. Ist jetzt als Lukaku-Ersatz zu Inter Mailand gekommen. Und da hat es einmal so gemacht und der Dude funktioniert und trifft direkt wieder. Ich gehe mit Edin Dzeko, aber gibt es auch noch viele andere. Was sind deine Lieblingsvereine aus den Top-Ligen, Deutschland ausgenommen? Boah, habe ich ehrlich nicht. Also, nehmen wir mal an, ich müsste mich jetzt entscheiden. Es kommt jemand und der setzt mir die Pistole auf die Brust und der sagt, nenn mir deinen Lieblingsverein aus Frankreich, aus Spanien und aus England. Dann würde ich aus Spanien, keine Ahnung, ey. Ich war halt weder Real Madrid noch Barca-Fan in meinem Leben. Wenn Barca geil gespielt hat, habe ich Barca gefeiert. Wenn Real geil gespielt hat, habe ich Real gefeiert. Ich würde aber, glaube ich, sagen, RCD Mallorca. RCD Mallorca, ganz klares Ding. Italien, AC Mailand, Frankreich, alles, was nicht PSG ist, wahrscheinlich Marseille. Und England, Manchester United. Ich habe United unter Ferguson einfach geliebt. Ich bin mit Ferguson und Manchester United aufgewachsen, mit Rooney, Van Persie, Ronaldo, Giggs, Vidic, Ferdinand, Van der Sar, da sind einfach geile Leute rumgelaufen. United. Siehst du Haaland in Zukunft bei Bayern oder siehst du den eher in der Premier League? Ich sehe Haaland tatsächlich eher im Ausland. Ich glaube, die einzige Chance für Bayern, Haaland zu bekommen, ist, wenn der wirklich eine Ausstiegsklausel hat, die halt halbwegs human ist. Weil wenn Haaland keine Ausstiegsklausel hat, man weiß es ja immer noch nicht wirklich, wird der halt für mindestens 130, 40, 50, 60 Millionen wechseln. Vielleicht sogar irgendwas in die Richtung 200 Millionen. Und Bayern München ist absolut nicht dafür bekannt, solche Deals zu machen. Deshalb eher im Ausland. Transfer, welchen du rückgängig machen würdest. Jetzt aktuell sofort Messi zu PSG. Messi zu PSG ist einfach hässlich. Messi zu PSG entzaubert für mich dieses komplette Messi-Denkmal, dass der halt die ganze Zeit nur bei Barca gespielt hat. Messi PSG würde ich sofort finito machen. Der hätte meinetwegen in die Premier League zu City gehen können, nochmal zu Guardiola. Da hätte ich mich ein bisschen mit anfreunden können. Aber Messi und PSG, daran ist einfach alles falsch und es sieht nicht geil aus. Safe. Messi zu PSG finde ich nicht geil. Und liegt nicht mal daran, dass der da jetzt aktuell noch nicht performt in den ersten drei Spielen. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der am Ende der Saison bei PSG irgendwie 40 Scorer hat. Aber Messi bei PSG, das ist so emotionslos, das ist irgendwie so wack. Keine Ahnung, feiere ich gar nicht. Was denkst du, wird die höchste Ablösesumme sein, die für einen Fußballer jemals bezahlt wird? Also aktueller Rekord sind ja 222 Millionen für Neymar. Ich glaube, wir werden zweimal oder noch auf jeden Fall sehen, dass eine 3 vorne steht, aber ich glaube, dann ist Schluss. Weil ich glaube, dann wird irgendwann auch der Punkt kommen, wo diese Blase von diesen ganz krassen Ablösesummen einfach so ein bisschen in sich zusammenfällt. Also ich glaube, der Neymar-Deal wird nochmal getoppt. Ich kann mir auch vorstellen, dass mal irgendwann eine 3 vorne steht, aber mehr nicht. Ich glaube, bei 400 Millionen kommst du auch irgendwann an einen Punkt, wo sich das einfach nicht mehr rechnet.
Lieblingsfahrer in der Formel 1? Ich sage Vettel und Verstappen. Keine Fußballfrage, aber nehmen wir mit rein. Off topic. Warum hat Jamal Musiala in FIFA 22 keine Karte bekommen? Oder denkst du, er wird im Laufe des Spiels noch eine bekommen? Bro, der hat eine Karte. Eine 75er Goldkarte. Lul. Was sind für dich potenzielle Lewandowski- und Haaland-Nachfolger? Steile These. Wahrscheinlich wird am Ende gar nichts funktionieren. Aber ich sage Adeyemi, Bayern München, Timo Werner, Borussia Dortmund. Mein Call. Meinst du, Ronaldo wird Torschützenkönig in der Premier League? Ja. Entweder er oder Lukaku. Werner passt nicht zu Dortmund. Boah, glaube ich schon. Also Werner kriegt auch gerade absolut sein Fett weg wegen den vergebenen Chancen. Aber wer mir erzählen will, dass ein Timo Werner vom Spielstil taktisch nicht nach Dortmund passt, sorry, aber für mich persönlich ist Werner bei Dortmund wäre ein Perfect Match. Ich glaube, den könntest du so in die Mannschaft integrieren. Was gefällt dir mehr, neue oder alte traditionelle Stadien? So eine Mischung aus beiden. Also zum Beispiel die Felddienstarena, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen, ist ja auch ein neueres Stadion. Es wurde Anfang der 2000er gebaut und ist auch noch super modern, aber hat trotzdem eine gewisse Tradition und einen gewissen Charme. Was ich halt überhaupt nicht feiere, sind so diese Baukastenstadien. Die feiere ich halt nicht. So diese 0815 Stadien, die irgendwie alle gleich aussehen, wo dann halt aber vorne irgendein Logo drauf geklatscht ist. Muss ich ganz ehrlich zum Beispiel, das Santiago Bernabeu, wie es jetzt umgebaut wird, stelle ich mir sogar ziemlich geil vor. Das finde ich nice. Ich glaube, das wird sick. Ich glaube, das neue Bernabeu wird geil. Wieso werden gefühlt Vereine, die jahrelang an der Weltspitze sind, irgendwann auseinanderbrechen? Zum Beispiel Barcelona. Meinst du, dass es häufig an der schlechten Wirtschaft liegt? Ja, 100%. 100%. Es liegt immer, wenn ein Verein wie Barcelona so wie jetzt gerade zerbricht, liegt es für mich nur 100% an Missmanagement und am fehlendem Geld. Ich meine, das ist ja auch gerade offiziell der Grund. So, Messi wäre da geblieben, aber die hatten halt nicht die Möglichkeit, den zu bezahlen wegen der La Liga, wegen der Regelung und weil die halt das Gehaltsbudget schon überschritten haben. Barcelona hat halt jahrelang über seinen eigenen Verhältnissen gelebt und mit großen Summen um sich geschmissen und halt dabei auf die Zukunft gewettet. Die haben mal da 100 Millionen bezahlt, mal da 100 Millionen, mal da 100 Millionen in der Hoffnung, dass es schon irgendwie laufen wird. Und wenn man dann mal ab und zu die Champions League, den La Liga-Titel gewinnt und ein gutes Standing im internationalen Fußball hat, dann wird sich das schon alles rechnen. Dann kommt Corona, dann macht so, dir fehlen Einnahmen und auf einmal rechnet sich gar nichts mehr. Dann bleibt der sportliche Erfolg aus. Und auf einmal musst du einen radikalen Cut machen und dich zu solchen Deals hinreißen lassen, wie einen Griezmann zu verleihen, was du halt einfach nur deshalb tust, um Gehalt zu sparen. Hast halt schon gestört. Glaubst du, es könnte ein deutsches Mittelfeldteam in den nächsten Jahren den Sprung an die Spitze schaffen? Wenn ja, welches? Nein. Ein deutsches Mittelfeldteam sehe ich nicht. An der Spitze heißt für mich Top 3 und die Top 3 ist für mich bis auf wenige Ausnahmen abgesaved mit Dortmund, Leipzig und Bayern. Da kann ab und zu mal Wolfsburg reinrutschen, da kann man Gladbach, da kann man Frankfurt reinrutschen, da kann man Leverkusen reinrutschen. Aber ein Mittelfeldteam sehe ich absolut nicht. 0,0. Ehrlich nicht. Dafür sind vor allem Dortmund, Leipzig und Bayern halt einfach geldmäßig und infrastrukturell den Mittelfeldmannschaften wirklich viel zu weit voraus. Ist Hertha das neue Schalke? Ja. Kann man sagen, meiner Meinung nach. Also ich finde, man kann sagen, Hertha ist das neue Schalke. Ob es da jetzt genauso schnell runtergeht, die Voraussetzungen sind natürlich anders, weil Hertha einen Investor hinten dran hat. Aber wie Hertha die Windhorst-Millionen verhauen hat und einfach wirklich sowohl auf der Sportdirektor- als auch Trainerposition Leute eingestellt hat, die wirklich absoluten Schwachsinn zusammengestellt haben. Ja. Der Kader von Hertha BSC Berlin ist komplett dumm zusammengestellt. Es gibt für mich keinen roten Faden dahinter. Die haben für mich in den letzten 3 Jahren irgendwie jedes Jahr immer 2 gleiche Stürmertypen geholt, 30 zentrale Mittelfeldspieler. Und ich sehe halt nicht, dass der Kader seit Windhorst da ist, irgendwie qualitativ besser geworden ist. Also ja, absolut. Hertha BSC wird gerade, und das ist ja das Traurige daran, da werden 200 Millionen in einen Club gepumpt und der Kader wird halt einfach für Jahr schlechter. Trauerspiel. Absolutes Trauerspiel. Wer, denkst du, enttäuscht diese Saison in der Bundesliga? Hertha. So, eine Frage nehmen wir noch rein zum Abschluss. Union macht vor, wie es gehen kann. Ja, aber das ist ja keine Bundesligaspitze. Es geht ja, die Frage war ja, ist es realistisch, dass ein Mittelfeldteam nach ganz nach oben an die Bundesligaspitze kommt? Und Union, bei allem Respekt,
geisteskrank, was die da rausgehauen haben. Aber die sind jetzt mit Ach und Krach in die Conference League gekommen, was denen gegönnt ist. Aber es geht ja darum, dass in ganz naher Zukunft ein Verein wie Union oder sogar ein Verein noch weiter hinter Augsburg, Freiburg, sowas in die Richtung, an die Bundesliga-Spitze kommt. Und Bundesliga-Spitze ist Top 3 und das sehe ich überhaupt nicht. Gab es jemals einen Spieler, für den eine sehr hohe Summe bezahlt wurde, wo sich das auch rentiert hat? Hundertprozentig. Ronaldo zu Real Madrid. Für mich bestes Beispiel. Neymar zu Barcelona. Hohe Summe gewesen. Gibt viele Beispiele, auf jeden Fall. De Bruyne zu Manchester City. Gibt super viele Beispiele. Okay, eine machen wir noch. Allerletzte. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Mbappé zu Paris sich gelohnt hat, auch wenn das 180 Millionen waren. Was ist dein Zwischenfazit zur zweiten Liga? Wo sind abgesehen vom Niveau Unterschiede? Gute Frage, ja. Die ist auch noch mal ein bisschen länger. Fazit bis jetzt zur zweiten Liga. Von der Stimmung, richtig geil. Alleine jetzt das Duell wieder in Rostock. Die Rostock haben kranke Stimmung gemacht. War sehr, sehr nice. Meine Auswärtsfahrt in Kiel habe ich sehr gefühlt. Generell viele Traditionsvereine dabei. Ich freue mich zum Beispiel auch noch auf das Duell gegen Dresden. Bremen kommt noch. Also klar, die waren noch in der ersten Liga, aber Stimmung finde ich sehr, sehr nice. Traditionsduelle. Spielerische Unterschiede, finde ich, merkst du ganz klar, dass es halt einfach körperbetonter ist und dass Mannschaften halt einfach primär, und das ist in der ersten Liga auch der Fall, aber in der zweiten Liga für mich noch mehr, bis auf, die Frage ist überhaupt, bis auf wen? In der zweiten Liga ist es zu 99% so, dass die Mannschaften primär einen Plan haben, wie sie gegen den Ball spielen und nicht, wie sie mit dem Ball spielen. Ich meine, Schalke hat einen der besten Zweitligakader dieses Jahr und die haben überhaupt gar keinen Plan, was sie mit dem Ball machen sollen. Die haben nur einen Plan, wie sie gegen den Ball spielen sollen. Und ich finde, das ist so einer der Sachen, die man auf jeden Fall im Vergleich zur ersten Liga merkt. Dass es da sehr viel um körperliche Dominanz geht, um Zweikampfsverhalten, um Zweikampfsquoten, um Laufleistung, darum, wie du dem Gegner möglichst das Leben schwer machst. Also ja, das auf jeden Fall. Und Zwischenfazit, ich sag's euch so, wie es ist. Für mich persönlich, change my mind, Schalke bis jetzt absolute Enttäuschung in der zweiten Liga. Absolute Enttäuschung. Auch wenn die jetzt, ich glaube, nach 8 Spielen 4 gewonnen haben, einmal unentschieden und 3 Niederlagen und rein von der tabellarischen Zusammenstellung, weil alles so eng ist, hört sich das jetzt nicht so dramatisch an. Ich glaube, die haben 4 Punkte Rückstand auf dem ersten, wenn ich mich nicht täusche. Lass mich mal kurz schauen. Ja, 4 Punkte Rückstand auf Regensburg, die sind erster mit 17. Meiner Meinung nach Schalke bis jetzt absolute Enttäuschung. Ohne Terodde hätten die für mich mindestens 5 Punkte, wenn nicht sogar 6 Punkte weniger. Absolutes Trauerspiel, dass so eine Mannschaft in der zweiten Liga keine Idee hat, wie man ansatzweise nach vorne spielen soll. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also bei Schalke ist halt, und das tut ja so weh, ne? Schalke spielt nur über individuelle Qualität. Und wenn die noch, und ist mir jetzt scheißegal, ob das Gramoz ist oder ein anderer Trainer ist, wenn die noch ein System entwickeln würden, einen offensiven Plan hätten, könnte das noch steiler gehen. Überlegt euch mal, Terodde hat jetzt nach 8 Spielen 10 Tore und wir haben nicht mal ein Offensivsystem. Aber der Typ ist halt einfach individuell so haushoch überlegen in der zweiten Liga. Das ist halt schon wild. Deshalb, rein spielerisch, bis jetzt für mich Riesenenttäuschung Schalke, weil mit dem Kader, du siehst jetzt, zu was der Kader fähig ist in der individuellen oder in der individuellen Besetzung. Deshalb Schalke für mich. Ja, Freunde, das war's mit dem Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Boys and Girls, die es auf dem Stream-Highlight-Kanal sehen, lasst sehr gerne ein Like da. War hoffentlich nice. Wenn ihr da mit den Bewertungen ausrastet und coole Kommentare schreibt, dann kann man sich das mal überlegen, ob wir das vielleicht so alle 2 Wochen mal im Stream machen. Das finde ich eigentlich eine ganz nice Sache und ist auch cooler Content für den Stream-Highlight-Kanal. Ich verabschiede mich. Und ich verabschiede mich jetzt auch von euch Jungs aus dem Stream. Es ist 2.32 Uhr. Ich bin punktgenau 8 Stunden online. Ich bin dote. Ich trinke jetzt hier noch gleich meinen Tee. Und dann gehe ich schlafen und dann hoffe ich, dass ich morgen wieder eine normale Stimme habe.